essere oder avere? Das ist die Frage. Möchtest du mir helfen, dieses Dilemma zu lösen? Dann komm mit. Ciao e benvenuto. Io sono Valentina von Italienisch lernen mit Francesca und heute lernen wir zusammen, wie wir die Verben sein und haben, essere und avere, auf Italienisch verwenden. Und am Ende von diesem Video findest du auch ganz nützliche Übungen, die wir dann zusammen korrigieren könnten. Die Lösungen findest du unten. Für andere interessante Themen auf Italienisch, vergiss es nicht, den Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu aktivieren. Also, heute sprechen wir nicht über das bekannte Buch von Com, Sein oder Haben, quindi oggi non parliamo del famoso libro di filosofia a essere o avere, bensì dei verbi. E wo beginnen wir? Dove cominciamo? Sempre con la coniugazione, quindi mit der Konjugation von diesen Verben. Quindi, erstens, essere e avere sono dei verbi irregolari, quindi sind unregelmäßige Verben. E vediamo subito come coniughiamo il verbo essere, also wie coniughieren wir das Verb sein? Schauen wir das an, mal. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Ripetiamo insieme, also wenn du das möchtest, kannst du auch mit dir das wiederholen. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Il verbo avere, haben, anche lui è irregolare, unregelmäßig. E la coniugazione è io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. La pronuncia della H è molto importante in italiano perché è diversa dalla pronuncia della H in tedesco. Also, auf Italienisch sprechen wir H, nicht Haus. Das heißt, das ist nicht io ho, sondern io ho. Tu hai und nicht tu hai. Und so weiter und so fort. Quindi io ho, tu hai, lui ha. Abbiamo, avete, hanno. Adesso abbiamo finito con la coniugazione. Also wir sind mit der Konjugation fertig. Quindi vediamo ora come e quando usiamo il verbo essere e il verbo avere. Also, besprechen wir das zusammen, wann und wie wir die Verben sein und haben benutzen. Erstens, quindi, innanzitutto, vediamo il verbo essere. Primo caso, usiamo il verbo essere insieme con degli aggettivi, quindi per fare delle descrizioni. Descrizione heißt Beschreibung, o una Präsentazione, eine Vorstellung. Zum Beispiel, io sono bella, ich bin schön, io sono brava, ich bin gut, io sono giovane, ich bin jung. Quindi, sempre quando ci sono degli aggettivi, abbiamo il verbo essere. Secondo caso. Per descrivere in una presentazione, quindi in einer Vorstellung, il mio nome, mein Name, la provenienza o nazionalità, quindi Nationalität oder Herkunft, e la mia professione o il mio lavoro, meine Beruf oder meine Arbeit. Quindi, il mio nome, possiamo dire, io sono Valentina, io sono italiana, la mia provenienza o la mia nazionalità,
sono una insegnante. Quindi, mein Name ist Valentina oder ich bin Valentina, ich bin Italienerin und ich arbeite als Lehrerin oder ich bin Lehrerin. Super. Quindi, also mit diesen Informationen kannst du schon eine ganze Vorstellung auf Italienisch machen. Also das ist mega super, oder? Okay, jetzt die letzten drei Fälle, also gli ultimi tre casi, in cui usiamo il verbo essere. Abbiamo per descrivere o per esprimere sta ausdrücken, Emozioni e Sentimenti, quindi Gefühle und Emotionen auszudrücken. Per esempio, io sono felice, ich bin froh, io sono innamorata, ich bin verliebt. Es ist jetzt Februar, also das ist der Monat von ja, Liebe und alles. Also, ja. Il prossimo caso è quando io voglio dire dove mi trovo, quindi io voglio condividere, mitteilen, la mia posizione, also meinen Ort. Zum Beispiel, wo bist du? Dove sei? Ich bin zu Hause, sono a casa. Dove andrai domani o dove sarai domani? Sarò. Also ich werde sein oder morgen bin ich an der Universität, domani sono in università o all'università. Perfetto. Quando usiamo infine il verbo essere con le date e con le ore, quindi bei Datum und Uhrzeit. Zum Beispiel heute. Es ist also am 28. Januar und ja, es ist jetzt um 8 Uhr, oder? Quindi abbiamo oggi è il 28 gennaio e adesso sono le ore 8. Perfetto! Questo era tutto. Also, sie waren die wichtigsten Informationen, die du mit dem Verb sein brauchst. Jetzt schauen wir mal an, wie wir das Verb haben benutzen. Quindi adesso vediamo insieme invece come utilizzare il verbo avere. Il primo caso è per parlare della proprietà. Proprietà heißt Besitz. Zum Beispiel, io ho una casa in Sicilia. Ich habe ein Haus in Sizilien. Ja, das wäre schön, aber ja. Io ho una gatta, ich habe eine Katze. Io ho una sorella, ich habe eine Schwester. Ich habe zwei Hunde, ho due cani. Und so weiter und so fort. Quindi bei Besitz, con la proprietà, come in tedesco, immer das Verb haben. Ganz wichtig, was wir jetzt besprechen, ist, dass wir auf Italienisch bei Alter immer das Verb haben benutzen und nicht das Verb sein. Das ist ganz anders. Also das ist leider ein Fehler, den viele Menschen machen, aber das ist ganz normal, weil wir zum Beispiel auf Englisch oder auch auf Deutsch das Verb sein benutzen. Aber auf Italienisch sagen wir io ho 23 anni, also ich habe 23 Jahre alt und nicht ich bin 23. E quindi non diciamo io sono 23 o io sono 23 anni, sondern immer io ho 23 anni. Und auf Italienisch müssen wir immer auch das Wort anni, Jahre sagen. Quando ci serve, also wann brauchen wir noch das Verb haben? Quando ancora ci serve il verbo avere? Per parlare di sensazioni fisiche, quindi körperliche Empfindungen. Zum Beispiel, mir ist es kalt, o freddo. Mir ist es warm, o caldo. Ho fame, ich habe Hunger.
Ho sonno significa che voglio dormire, also ich möchte schlafen. Quindi con sensazioni fisiche, bei körperlichen Empfindungen, immer das Verb haben. Super! Jetzt, das ist ganz wichtig und ganz interessant Thema, denke ich. Also jetzt bitte Vorsicht an die häufigsten Fehler, die man in italienischer Sprache macht. Also erstens haben wir das schon gesagt, ein häufiger Fehler ist, das Verb sein zu benutzen, um das Alter zu sagen. Zum Beispiel, io sono 23 anni, das ist falsch. Und io ho 23 anni, das ist ganz richtig. Ein weiterer Fehler, den viele Leute machen, ist auch das Verb sein statt das Verb haben bei körperlichen Empfindungen zu besitzen oder zu verwenden. Zum Beispiel sagt man auf Deutsch, mir ist es warm oder mir ist es kalt, also mit dem Verb sein. Aber auf Italienisch, haben wir schon gesehen, müssen wir das Verb haben verwenden. Auf Italienisch haben wir ganz, also häufige Fehler, also Fehler, die viele Leute machen. Und in diesem Video findest du ganz wichtige und ganz interessante Informationen dafür, die Lehrerin Agnese dir lernt. Und schau das mal, das ist super. Okay, jetzt schauen wir mal an ein paar Ausdrücke, also Espressioni mit dem Verb essere. Also das sind Ausdrücke, die wir in italienischer Sprache ganz oft sagen. Und das ist auch Sprichwörter, werden sie. Und ich denke, sie sind wirklich interessant, weil also das ist etwas, das wir, wenn wir sprechen, sagen wir das ganz oft. Und es ist auch lustig, denke ich, diese Ausdrücke zu entdecken. Also, haben wir erstens essere al verde. Essere al verde heißt also grün zu sein. Und das heißt auf Deutsch kein Geld mehr haben. Essere agli sgoccioli. Sgoccioli heißt am Ende sein. Sgoccioli ist, was du also am Ende von einer Flasche findest, zum Beispiel. Und das heißt ja, am Ende sein. Und auch etwas anderes ist essere al settimo cielo. Also auf Wolke 7 schweben. Also quando siamo molto felici, super felici, allora siamo al settimo cielo. Es gibt auch ein anderer, so ein warten Ausdruck, aber ich denke, du konntest vielleicht daran denken, was das bedeutet. Essere in alto mare. Literalmente, also die Übersetzung ist im Hochwasser sein. Aber was denkst du, dass es, also was könnte das bedeuten? Schreib das mal in die Kommentare. Okay, adesso vediamo invece un po' di espressioni con avere. Il primo caso è avere la testa tra le nuvole. Also, wenn dein Kopf in den Wolken ist. Das heißt, Gedanken verloren sein. O quando siamo distratti. Quindi, wenn wir die Aufmerksamkeit verloren haben auch. E avere le mani bucate. Das heißt, wenn wir ein Loch in unseren Hände haben und das heißt Geld nicht beieinander halten können. Und das heißt, ja, also ich habe Geld in meinen Händen, aber es gibt doch ein Loch und deshalb verschwindet das Geld leider. Und dann avere fegato ist Mut haben oder mutig sein. Essere coraggiosi. Perfetto. Also, jetzt, du bist dran. Also,
haben wir jetzt also 6 Sätzen. Also das ist eine Übung. Und was du machen solltest, ist das Verb sein oder das Verb haben verwenden. Und die Lösungen findest du in dem Link unter. Und viel Glück, also buona fortuna con il tuo esercizio e ja, controlla le soluzioni. Also, ja. Schau mal, die Lösungen. Super, das war dann alles für heute. Ich hatte viel Spaß. Ich hoffe, dass das Video und der Unterricht dir ganz gut gefallen haben. Und wenn das so ist, dann vergiss es nicht, ein Like zu geben. Und ja, ich werde dich für den nächsten Unterricht ganz gerne sehen. Alla prossima! Ciao!